Ich weiß, Freunde. In der letzten Episode gab es viel zu viel Gequatsche. Dafür gibt es hier jetzt tonnenweise Action bei Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Und ich heiße euch wie immer herzlich willkommen zurück, Freunde. Wir gehen jetzt direkt, ohne Zeit zu verlieren, rein zu den Modkämpfen. Denn hier möchte ich mich gerne mit euch gemeinsam in den nächsten Folgen durchprügeln. Durch die 5, durch die 6, durch die 7, bis hin zu 8. Und die möchte ich auch schaffen, weil nämlich die 8 uns ermöglicht, an Geschwindigkeitsmods ranzukommen, an Tempomods. Und ich habe euch in der letzten Episode groß und breit erklärt, warum ich die brauche. Und außerdem eröffnet uns das die Möglichkeit, bei den Mod-Herausforderungen da hinten die Tempomods freizuschalten. Und die möchte ich auch gerne dann haben, ja, die besseren Tempomods. Dafür brauchen wir ein Widerstandsteam, ein Resistance-Team, und an diesem Team arbeite ich auch. Die beiden hier haben wir ja schon. Ich habe ja das super spezielle Mega-Sonderangebot bestätigt, ja, und die beiden farme ich gerade offscreen, das heißt Finn und Poe, ja, an denen arbeite ich gerade. Und wenn wir die haben, 3 Sterne Poe, 4 Sterne Finn, 4 Sterne mindestens Widerstandspilot, 7 Sterne Rey, und dann gucken wir, dass wir doch irgendeinen Widerstandskuppler bekommen. Die Ausrüstung werde ich hochpushen, von denen auf die Ausrüstung kommt es an, die Sterne sind gar nicht mal so wichtig. Und dann hoffe ich, dass wir es schaffen, die Tempomods auf Stufe 3 wenigstens einmal mit 3 Sternen abzuschließen, damit wir dann zukünftig immer wieder ordentliche Tempomods farmen können. So, also, das ist mein großes Ziel, da möchte ich gerne hin, wie gesagt, für die Jedi und für die Sith. Und wir fangen jetzt hier gemeinsam unsere Reise an, um unser Haupthelle Seite-Team, das Jedi-Team, und unser Hauptdunkle Seite-Team, das Sith-Team, beide mit denselben Tempomods ausrüsten zu können, okay? Das ist das Ziel und darauf arbeiten wir jetzt hin. Stufe 62 Gegner, wir sind 71, wir sollten keine Probleme dabei haben. Bevor ich Randoms mitnehme, nehme ich die Leute mit aus meiner Freundesliste. Und da ist momentan nicht viel starke Auswahl, aber wir können Phoenix Reels 15s Kylo Ren mitnehmen. Und das machen wir jetzt auch. Wen nehmen wir dann hier in unserem Team? Ich würde mal sagen, wir machen Luminare einfach mal raus und packen dann noch Darth Maul mit rein. Mal schauen, wie weit wir ohne Heiler kommen. Sollten wir unbedingt einen Heiler benötigen, trotz der offensiven Stärke, die wir hier haben, werde ich einfach Maul wieder rausmachen und dann lassen wir Dooku drin, okay? Also, los geht's. So, lasst uns mal überraschen, wie weit wir kommen. Das ist ein Rebellenpilot. Blitzerisieren wir mal hier ein bisschen. Sehr gut. Der ist betäubt, das ist auch Spitzenklasse. Dann springen wir mal auf ihn hier drauf. Zack, den haben wir weggepustet. Perfekt. Komm, die pusten auch noch gerade weg hier. So, sehr schön. Kylo greift mit an, sorgt für Heilungsimmunität. Und fast! Das war so dermaßen knapp hier gerade. Wir wären fast mit 100% Zugleiste für Maul in den nächsten Kampf gegangen. Ihr seht ja jetzt, warum ich mir über einen Heiler Gedanken mache, weil es ja immer 5 Runden sind pro Kampf. Ich meine, noch sind die Gegner ziemlich easy peasy, ja, da müssen wir uns keine großen Sorgen machen hier, so, sehr gut, können wir jetzt mit Maul, perfekt, Nummer 1 und Nummer 2, sehr gut. Die Sache ist, die ist immer 5 Kämpfe, da ist immer ein Elite-Gegner mit dabei, deswegen weiß ich nicht so genau, ob wir eventuell, einen Heiler brauchen. Das ist der einzige Hintergrund hier. So, wir können die meisten Gegner hier normal wegpusten mit normalen Angriffen. So. Und bei den Elite-Gegnern gehen wir einfach mal hier in Basismodus. Perfekt. Sehr schön. Der ist draufgegangen, bevor er irgendeine Aktion machen konnte. Jetzt kommen eh wieder nur normale Gegner. Die wahrscheinlich auch. Komm, wir machen einfach hier Basis. Dann können wir alle Basismodus wegpusten. So, hier, zack, 100% Zugleiste für den nächsten Kampf. Und das, was wir zuerst machen, ist... das hier, den mächtigen Wirbelnde-Klinge-Angriff von, oder Wirbelnde-Klingen von Darth Maul auf alle Gegner. Fress das! Sehr gut, alle sind verwirrt. Und ich würde mal sagen, wir verpassen mal den hier, das da. So, wir kümmern uns nur um Akbar hier an der Stelle. Wir können auch mal ihn betäuben. So, sehr schön. Haben wir sogar noch Zugleiste genommen. Jetzt schicken wir hier Maul vor. Und zwar auf einen von diesen Rebellen. Damit er 100% Zugleiste bekommt. Und dann haut er einen nach dem anderen hier weg. So,
Erhöhten Schaden hat er auch. Grandios, hat für alle gereicht. Jetzt machen wir doch einmal das hier. Sehr schön. Okay, auch Yoda greift weiterhin ganz normal an. Sehr gut. Wir könnten den Gegner jetzt hier betäuben, weil wir volle Lebenspunkte haben. Der ist aber schon betäubt, deswegen macht es nicht viel Sinn. Also machen wir einfach mal das hier. Und ich glaube, wir können fast schon in den Automodus gehen. Aber, naja, wir verpassen doch mal das hier. So, er hat leider widerstanden und fängt sich 8700 Schaden von Maul. Damit haben wir die erste Runde geschafft. Kriegen ordentlich was. Die zwei Dinge hier verkaufe ich. Die brauche ich nicht. Aber ich freue mich über die hier. Fähigkeitenverbesserungsteile. Und natürlich, ne, wisst ihr, die Marken hier, die hier. Wie heißt es nochmal schnell? Cantina-Kampftoken heißen die. Okay. So, wir gehen weiter zur nächsten Runde. Schauen wir mal, weit wir kommen. Und ich würde sagen, wir nehmen hier Nivea mit. Niveas Hera Syndulla. Das Team passt, also geht's weiter. Wir sind so dermaßen offensiv, dass die Gegner meistens gar nicht dazu kommen, auch nur irgendeinen Angriff zu machen. So, der andere wurde ja betäubt. Können wir ihn hier wegpusten? Nein, ganz knapp. Aber ich würde mal sagen, wir schicken hier Maul vor, der 100% Zugleiste bekommt und beide Gegner wegpustet. So. Aber dem hat es nicht ganz gereicht. Schade. Auf diese Weise haben wir nämlich gar keinen Schaden gekriegt. Wer hat die meisten Lebenspunkte? Ich glaube, der hier, der Commander. Nein, hat er leider nicht. Habe ich eben nicht genau drauf geachtet. So, die können wir auch noch rein verpassen. Perfekt. So, Maul ist dran. Und wir machen Nummer 1 und Nummer 2 und gehen mit 100% Zugleiste in die nächste Runde. Und da werden wir sofort das hier machen. Schaden auf alle, haben leider keinen besiegt. Aber das ist nicht schlimm. Die sind eh nicht stark, die Gegner. So, perfekt. Ich würde mal sagen, ach, der hat widerstanden. Komm, wir versuchen es noch einmal hier. Wieder widerstanden. Ja, das liegt einfach nur daran, dass Hera vom Level her so niedrig ist. Das ist der einzige Grund, warum das nicht klappt. So, dafür gehen wir mit 100% Zugleiste in die nächste Runde und können gleich Action machen. Ich würde mal sagen, wir actionisieren den hier erst einmal weg. Ach, leider hat er überlebt. Können wir dem hier noch einen Blitz verpassen? So, konnten wir, aber leider hat er, ist er nicht draufgegangen. Jetzt aber, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, reicht das für den auch? Jawohl, sehr schön. Aber dem leider nicht mehr ganz, aber das ist in Ordnung. So, hier sind wir also bei der letzten Runde mit Sturmtruppenhahn, den wir in der letzten Episode bekommen haben. Ich würde mal sagen, wir schicken hier einfach mal Maul vor. Hat leider nicht ganz gereicht, das passt aber. Ich will nämlich hier normal angreifen, so. Greifen wir mal den hier an. Zack, zack, sehr gut. Und den hier auch, so, perfekt. Dann würde ich mal sagen, attackieren wir mal den da. Sehr schön. Und dann machen wir mal Schutz auf uns alle. So, okay, einen haben wir besiegt. Ich würde mal sagen, wir greifen jetzt den hier an. Perfekt. Für den hat es gereicht. Für den hier auch. Und natürlich auch für den hier. Und jetzt können wir uns einfach um den guten Han kümmern. Dafür schicken wir mal hier Hera wieder vor. Sehr schön. Diesmal hat es gereicht mit einem Proc. Und dieses Mal wieder nicht. Aber er wurde betäubt. Spitzenklasse. Und wir gucken, ob wir den Kugleister klauen können. Leider nicht. Aber wir pusten aus den Socken. Sehr schön. So, ihr seht, Nivea kann mit den ganz Großen mithalten. Alles eine Frage des Teams und wie man seine Charaktere einsetzt. Deswegen gehen wir mal weiter zur nächsten Runde hier. So, wen nehmen wir dieses Mal mit? Ich würde mal sagen, wir nehmen den Akbar mit von Captain Cassian, weil ich Captain Cassians Akbar cool finde. Also, ich finde cool, dass Captain Cassian Akbar mit drin hat. Wir hätten auch den anderen Akbar mitnehmen können von dem Random. Aber ihr wisst ja, Zuschauer haben Vorrang. Und generell bin ich ein Riesenfan von Akbar. Ich mag den Charakter sehr, sehr gerne. Ich mochte ihn schon immer gerne in der Sendung. Also in Star Wars, in den Filmen fand ich ihn schon immer ziemlich cool. Kann ich dir vielleicht mal vorschicken hier? Hat leider nicht ganz gereicht. Schade. So, wir greifen hier nochmal an. Kann ich den blitzerisieren? Ja, jawohl, perfekt. Genau den blitzerisiert, den ich blitzerisieren wollte eigentlich. Ich wollte nämlich den anderen betäuben. Sehr schön. Wir geben 100% Zugleiste in die nächste Runde.
Die Awesomeness von Maul. Können wir critten? Jawohl, wir konnten critten. Können wir wieder critten? Leider nicht. Hätten wir Damage-Bonus bekommen, hätte es vielleicht trotzdem gereicht. Aber nur vielleicht. Sehr gut. Schade, dass wir Macht des Hasses nicht mitnehmen in die nächste Runde. Das wäre aber, glaube ich, auch ein bisschen overpowered. So, Elite-Gegner. Wir greifen hier an. Wir greifen da an. Und dann würde ich mal sagen, komm, können wir den weghauen? Den hauen wir doch weg, oder? Nein, leider nicht. Schade. So, der hier, der muss auch dran glauben. Perfekt. Okay, greifen wir mal Chewie an. Sagen ihm mal Hallo. Ja, der brüllt ein bisschen. Machen wir gleich mal weg, um den hier wegzupusten. So. Und dann gehen wir einfach hier in Auto-Basismodus. Sorgen dafür, dass wir unsere Cooldowns ein bisschen reduzieren. Weil viel hat der eh nicht zu bieten hier. Er brüllt immer noch ein bisschen. Aber das rettet ihn nicht. Okay. Ja, ich heb mir Akbars wahre Stärke auf für später. Wenn wir beim letzten Kampf sind. Die Gegner hier bereite ich vor. Für Maul. Komm, pusten wir den mal weg hier. So. Den hier auch. So. Der greift einmal an. Das passt. Ach Mist. Jetzt kommt Maul gar nicht dran. Hat aber trotzdem fast 100% Zugleiste. Und wir haben jetzt unter anderem mit Commander Luke Skywalker zu tun. Wir machen zuerst einmal das hier auf alle. So, sehr gut. Und dann würde ich mal sagen, betäuben wir ihn hier einfach mal. Perfekt, hat funktioniert. Und dann schicken wir mal hier Maul vor. Sehr gut, hat funktioniert. Akbar hat mit angegriffen, wie ihr gesehen habt. Das war eine super klasse Kombo. So. Und dann machen wir doch das damit oben drauf. Und auch das hier. Zack, zack. Sehr gut. Und jetzt machen wir... das wollte ich eigentlich nicht... Eigentlich hatte ich das nicht vor, aber der Gegner ist viel schneller draufgegangen, als ich gedacht habe. Ich wollte eigentlich planen, ne, wisst ihr, es ist eine Falle, wollte ich aktivieren. Aber ich habe mich verklickt und habe das in der Mitte angeklickt. Und das wäre ja eigentlich Debuffs wegmachen und teilen. Aber ihr habt gesehen, wenn wir nämlich eine Aktion machen, bei der der Gegner... oder bei der unser Charakter nicht angreift, dann greift ein Rebell mit an. Das habe ich ja schon einmal gezeigt in einer anderen Folge. Und wen nehmen wir dieses Mal mit? Wir könnten Bloody Shadow 150 Jedi-Konsolen mitnehmen. Das wäre eine Idee. Ich scroll noch mal ganz kurz durch hier. Oder wir nehmen die Hera mit von... Nein, wir nehmen die Hera mit von Dark Kilgrave. Obwohl, Dark Kilgrave hatten wir schon mit dabei. Wir hatten, glaube ich, Bloody Shadow hatten wir noch nie mit dabei. Deswegen packen wir jetzt mal hier mit rein. Und ein Heiler kann generell nie schaden. Also, dann wollen wir mal. Erst auf den Rebellenpilot. Können wir ihn zappen? Jawohl, wir haben den anderen gesappt. Sehr gut. Können wir dem noch eine verpassen? Perfekt. So, sehr schön. Die Runde gehört uns. Und wir gehen mit 100% Zugleiste in die nächste Runde. Darth Maul freut sich. Wir machen sofort das hier. Wirbelnde Klingen. Eins. Zwei. Und drei. Ja, wir fegen hier durch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So kann es weitergehen, Freunde. Können wir den hier wegpusten? Sollte reichen. Jawohl. Wir haben leider keinen Damage Bonus, aber naja, trotz kritischen Treffer hat es nicht ganz gereicht. Ich würde den gerne betäuben, den Lobot. Hat auch nicht funktioniert. Vielleicht kann... Jawohl, sehr gut. Yoda konnte das. Und jetzt machen wir Basis. Und ihr seht, warum Basis hier völlig ausreicht. So, perfekt. Okay, ja, ich komme auch ziemlich gut voran mit Nihilus. Wenn alles gut läuft, kann ich euch in der nächsten Episode schon Nihilus zeigen. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn das klappt. Oh, das war großartiger Schaden eben. So, ich würde gerne mal, jawohl, hier, Nummer 1, Nummer 2 und mit verstärkter Angriffskraft und der Macht des Hasses Nummer 3. Und jetzt kommen wir... zum Finale. Da haben wir es mit Old Bad als Anführer zu tun. Trotzdem machen wir erhöhten Schaden gegen ihn. Gegen ihn. So, sehr gut. Greifen wir mal noch den hier mit an. Perfekt. Dann betäuben wir ihn hier mal.
so, dass er nicht auf dumme Gedanken kommt oder so. Können wir vielleicht mal hier ein bisschen, zack, jawoll, Maul hat mitgemacht, sehr gut, hat Damage Bonus bekommen, das heißt, wir können jetzt hier alles mitfrühstücken. Das Geile ist halt, wenn Qui-Gon Jinn angreift und Maul macht mit, dann macht Maul ja 75% extra Damage. Und das auch noch, und das auch noch auf Jedi, das haut richtig, richtig rein. Und ihr seht, wir haben es ganz easy peasy geschafft. Ich meine, wir sind natürlich auch höher vom Level. Ja, das ist jetzt keine große Mega-Kunst, PvE gegen Gegner zu gewinnen, wo man auch noch einen höheren Level hat. Aber ich will das ja durchziehen und die Gegner werden ja später dann auch ein Level höher sein als wir. Also wir machen jetzt die nächste Episode nichts anderes. Wir machen dann jetzt, ne, 66, 67, 68. Hier bei Stufe 6 wird der letzte Gegner 71 sein. Bei Stufe 7 wird der letzte Gegner 74 sein und bei Stufe 8 wird der letzte Gegner 77 sein. Und ich will das jetzt in den nächsten Folgen einem durchziehen. Also das ist diese Folge, nächste Folge, übernächste Folge, überübernächste Folge. Ne, das ist das Ziel. Und mal schauen, ob wir das verwirklichen können. Ich würde gerne... Nein, Mist. Ich will hier gerne... Sollen wir Marvin mitnehmen? Wir nehmen Marvin Sarah Syndulla mit, komm. Wir haben vorher nie mehr Sarah Syndulla mitgenommen. Wir nehmen jetzt auch Marvin Sarah Syndulla mit. Auch wenn sie noch nicht ganz so stark ist. Noch nicht mal Schutz hat sie. Sie darf also keinen Treffer kassieren. Das wäre nicht sehr gesund. So, können wir jetzt hier vielleicht... Zack, jawohl. Also das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir müssen verhindern, dass Hera einen Treffer einkassiert. Das darf unter keinen Umständen passieren. Deswegen geben wir alles. Mist, bei dem hat es nicht ganz gereicht. Ja, ihr merkt schon, die Gegner werden widerstandsfähiger. Aber wir kriegen es trotzdem noch hin. Sehr gut. Jetzt kommt der Elite-Gegner. Auch noch Wedge. Ah ne, Wedge ist der Boss. Wir haben es hier mit Lando zu tun. Das ist noch schlimmer. Kann ich hier vielleicht mal ein bisschen... Zack, perfekt. So, jetzt greifen wir mal hier an. Sehr gut, kritischer Treffer. Kann ich vielleicht... Wir schicken mal Dooku vor. Oh, das war super, super klasse. Der wurde betreut. Grandios. Jetzt können wir den der eine verpassen. Und allen beiden. Sehr schön. Der ist auch immer noch betäubt. Wir greifen hier an. Dooku macht mit. Dooku noch einmal. Fähigkeitenblockade. Aber er konnte nichts anrichten. Weil er Yoda angegriffen hat. Okay, da hatten wir ein bisschen Glück. Der Gegner kam tatsächlich zu einem Angriff. Also... Mein Ziel ist es hier, zu versuchen, dass die Gegner keinen Angriff hinkriegen. Komm, können wir den jetzt hier wegpusten? Zack, sehr gut. Macht des Hass hat sich aktiviert. Leider kein kritischer Treffer. Aber den haben wir weggehauen. Perfekt. Schicken wir doch mal hier Maul mit. So, nur noch der eine ist da. Und er sollte keinen Angriff hinkriegen. Doch, er hat einen Angriff hinbekommen. Aber auf Qui-Gon. Die Spannung steigt, Freunde. Wedge ist hier Elite. Er kann ja alle Charaktere angreifen. Hoffen wir mal, dass nichts draus wird. Für ihn. So, wir greifen hier so an. Perfekt. Dann attackieren wir ihn hier. Jawohl, sehr gut. Und ich würde mal sagen, wir machen das hier so. Perfekt. Maul hat mitgemacht. Maul kann die jetzt alle wegfrühstücken. Nein, das war der Falsche. Aber kann ich vielleicht nicht betäuben? Leider nicht. Schade. So, es hängt alles von Yoda ab. Jawohl. Okay, dann greifen wir doch mal an. Zack. Bonusangriff. Leider keine Betäubung mit dabei. Aber wir können es vielleicht wieder schaffen. Wieder nicht. Und jetzt schicken wir Maul vor und sagen Goodbye, Wedge. Tut mir ein bisschen in der Seele weh. Ich mag Wedge ja sehr gerne. Er hat mir sehr gut gefallen in den Filmen. Obwohl er nur sehr wenig Screentime hatte, hatte er meiner Meinung nach einen großen Impact. Und dazu kommt, dass er ja bei Star Wars Rebels zu sehen ist. Also für die Leute, die es interessiert, schaut euch Rebels an. Da sieht man ein bisschen was über den jüngeren Wedge. So, wen nehmen wir dieses Mal mit? Ich scroll nochmal durch hier. Wir nehmen mit einfach... Komm, wir nehmen hier einfach mal, wir nehmen einfach Mutter Talzin mit. Ich habe jetzt mal Bock auf Mutter Talzin, deswegen packen wir sie mit rein. Das ist der einzige Grund. So, also. Zwei Angriff auf ihn. Dann greifen wir den hier an.
Und den hier auch nochmal. Zack. Das war's. Okay, ist eigentlich egal, wen wir jetzt hier angreifen. Ich würde nämlich gerne 100% Zugleistung für Maul für die nächste Runde mitnehmen. Vader ist hier sogar der Boss. So, also, der nächste. 1, 2. Der steckt ein bisschen mehr ein. Ja, wie gesagt, Dooku ist als hoher Damage-Dealing-Attacker angegeben, aber er macht tatsächlich gar keinen so hohen Schaden. Es ist halt wirklich die Masse an Attacken, die hohen Schaden machen kann, aber ihr seht es, die Einzeltreffer sind nicht sonderlich stark. So, da wollen wir mal. Ja, Tarkin macht eh meistens seine Spielchen am Anfang, deswegen stört es nicht. Komm, wir rauben mal seinen Buff und machen uns gleich wieder ein bisschen stärker. Kann ich ihn betäuben? Jawohl, das hat gepasst. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal in Basismodus und lassen unsere Cooldowns ein bisschen abkühlen. So, perfekt. Seine, oder die Debuffs von ihm nehmen wir sowieso nicht mit in die nächste Runde. Oh, ich bin auch im Basismodus. Hat aber gut funktioniert, muss ich sagen. Komm, wir löschen den hier gleich mal aus. Zack, perfekt. Können wir den auch auslöschen? Jawohl. Wir haben Angriffsbonus. Wenn wir kritische Treffer machen, könnte es immer reichen für jeden einzelnen von denen. Für den hier auch. Ah, war leider kein kritischer Treffer. Weil ja, wenn der erste Gegner gestorben ist, erhöht sich ja unsere kritische Trefferrate. Die von Maul erhöht sich dann. Und das macht richtig viel aus. Ich glaube, 20% geht die kritische Trefferrate hoch von Maul, sobald der erste Gegner gestorben ist. Das funktioniert übrigens nicht mehr, wenn man Nihilus als Anführer hat. Wenn man Nihilus als Anführer hat, können ja die Charaktere nicht mehr kritisch treffen. Oh, das ging leider ins Leere. Okay, dann wollen wir mal. Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt greifen wir einfach mal alle an hier. Zack, sehr gut. Der hat's knapp überlebt, aber keine Sorge. Wir schicken wieder Maul vor. Und jetzt haben wir Maul wieder zur Auswahl. Zack. Und dann verpassen wir Vader noch eine. Sehr gut. Können wir ihn betäuben? Ja, hat wunderbar funktioniert. Geben wir ihm dann noch Plage. Das ist ja das, womit sich der arme Count Dooku rumärgern musste. Diese Verräterin weiter Pläne gegen mich schmieden kann. Niemals. Ihr werdet so oder so sterben, Dooku. Es ist nur noch eine Frage, wie schmerzhaft die Sache sein wird. Für die Leute, die es nicht mehr so genau wissen. Oder für die Leute, die Clone Wars nicht gesehen haben. Perfekt. Ich finde es übrigens auch sehr humorvoll von den Entwicklern, dass wenn Vader besiegt wird und er verschwindet, dann sagt er immer "No!" Ich finde das wirklich ein grandioses Detail. So, wir haben es hier natürlich wieder mit Palpatine zu tun. Und an der Stelle möchte ich gerne Mephistos 4 Sterne Talsin mitnehmen. Einfach so. So, weiter geht's. Okay, also, ihr wisst ja, wir hauen wieder alles raus, was wir haben. Ein nach dem anderen. Hoffen natürlich, Ziele zu betäuben. Mit möglichst wenig Schaden zu kassieren. Oh, das war großer Schaden. Kein Wunder, dass Mephisto immer so gut abschneidet bei uns in den Raids. Weil er einfach, weil seine Talsin wirklich mächtig ist. So, attackieren wir den dann mal. Ne? 6400 kritischer Schaden. Das war gerade mehr, als Ezra gemacht hat. Ezra hat bis 5200 gemacht. 100% Crit, 100% Zugleiste für uns für die nächste Runde. Und komm, wisst ihr was? Hier greifen wir normal an. Zack. Ja, am besten wäre es gewesen, alle anzugreifen. Ich weiß. 11.000 Schaden. Aber das war ja wegen Qui-Gon-Effekt. Ne? 75% mehr Schaden und so. Die crittet auch nur noch. Ich muss mal gucken, was der gute Mephisto für Mods reingepackt hat. Ich mache jetzt mal hier Basis. Es kann ja nicht gut sein, dass Mephisto da irgendwie kritische Damage oder kritische Chance Mods reingemacht hat oder sowas in der Richtung, ne?
Die sorgen wir nämlich dafür, dass sie oft crittet und dementsprechend auch höheren Schaden macht. So, wir sind dran, wir greifen an und zwar alle hier. Zack, zack, zack. Sehr gut. Können wir den Laufwerk boosten. Perfekt. Wir machen einfach hier Basis. Sehr schön. Und jetzt haben wir es mit dem großen Endboss zu tun. Er verkriecht sich hinter seine drei Wachen. Aber seine drei Wachen werden ihn nicht retten. Ich greife die Wachen gar nicht an. Ich kümmere mich nur um Purpity. So kann ich ihn betäuben. Sehr gut. Sogar zugleich noch ihn gestohlen. Jetzt greifen wir alle an. Mit Plage. Und dann schicken wir mal Talzin vor. So, greifen wieder an. Leider hat er diesmal nicht mitgemacht. Die Plage verteilt sich. Und wir greifen wieder an. Sehr gut. Alle sind geplatzt, bis auf einem ganz normal, bis auf einer ganz normalen königlichen Wache. Und um die kümmert sich Yoda. Ja, so geht das. Ich finde, Talzin ist auch ein sehr spaßiger Charakter. Ein sehr interessantes Skillset hat sie. Sehr schön und liebevoll umgesetzt. So wie sie in Clone Wars zu sehen war. So, wir haben das hier geschafft. Das war das Modset für Zähigkeit. Vorher hatten wir ne, kritische Chance und so weiter, kritischen Schaden. Als nächstes haben wir die Möglichkeit, das Modset für Angriffskraft freizuschalten. Und das hier, also in der nächsten Episode machen wir das hier, ne, für Angriffskraft. Die Episode darauf kriegen wir das Modset für Effektivität und das für Tempo. Ja, das sind also diese drei machen wir in den nächsten drei Tagen. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Das wäre ziemlich cool. Wir nehmen mal hier unsere Belohnung, 10 Kristalle, ein bisschen Kohle, ein paar Freundschaftspunkte. Das ist doch awesome. Oh, guck mal, da kommt gleich ein Angebot. Mal schauen, was das ist, Freunde. Ach ja, hier, ne? Hier ein Special Holiday Offer. Hier kann man für $8.99, was komischerweise 9,99 € sind. Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Es müsste vielleicht 7,99 € sein. Sind aber 9,99 €. Kann man hier ein spezielles Angebot kaufen. Und zwar 80 Boba Fett-Splitter, 1000 Kristalle, 60.000 Gold. Und das hier ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man das Angebot kaufen will. Ich gehe mir auf Buy Now. Und ihr seht, weil ich damals mein Google Play-Konto aufgeladen habe mit 50 Euro, hätten wir jetzt die Möglichkeit, hier für eben 10 Euro dieses Paket anzunehmen. Ich werde das hier jetzt nicht tun, ja, weil wir trotzdem noch möglichst Free-to-Play, ach, nur ein galaktischer Krieg, dann kriegen wir noch 200 Kristalle, das ist ja cool, mit 100.000 Kohle. Ich will trotzdem möglichst Free-to-Play bleiben. Ich will euch aber ganz kurz mal zeigen, wie es aussieht. Normalerweise für 10 Euro... kriegt ihr, oder für 11 Euro kriegt ihr 1340 Kristalle. Also 10 Euro sind, wenn man das mal so ungefähr umrechnet, ungefähr die 1000 Kristalle wert, ja. Dazu kriegt ihr aber Boba Fett Splitter und noch ein bisschen anderes Zeug, ja, ein bisschen Gold und so, das ist aber unwichtig. Es geht eigentlich nur um die Boba Fett Splitter und die Kristalle. Es kommt also in etwa hin vom Wert, ja. Es ist also, Es wäre es wert, das zu kaufen. Allerdings brauche ich jetzt nicht unbedingt sofort die Boba Fett-Splitter, auch wenn der 4-Sterne Boba Fett jetzt ziemlich cool wäre, ja, ihn auf 4 Sterne jetzt zu haben. Aber ich farm den irgendwann mal regulär, ja. Und 1000 Kristalle brauche ich jetzt auch noch nicht unbedingt. Ich will ja möglichst wenig in das Spiel an Geld investieren. Außer, wie gesagt, habt ihr ja gesehen, als das zweijährige Jubiläum war, mit der Unterstützung vom guten Mephisto, haben wir uns damals gegönnt. Aber so sieht's aus, ne? Wir hätten theoretisch jetzt die 50 Euro Google Play da, immer noch da, um sie einzulösen für irgendwas, ne? Das war das Geile an dem Angebot. Google Play ist ready, benutzt zu werden. Wir mussten es aber noch nicht ausgeben. Es war nicht verschwendet, das Geld. Es ist da. Wir haben trotzdem 3000 Kristalle bekommen. Und wir haben trotzdem unsere 7 Sterne Ray bekommen. Die ich übrigens immer noch nicht hochgezogen habe, weil ich mir das Geld sparen will. Ich will mir nämlich das ganze Gold sparen für Darth Nihilus. Ich werde nämlich ihn zuerst hochziehen, ja, bevor ich Ray mache. Und er hat mittlerweile 48 Splitter. Also ich warte nur noch auf den nächsten Reset, damit ich den guten Nihilus dann hochziehen kann. In der Trupparena stehen wir momentan bei Rang
338, da bin ich zurückgefallen. Das liegt daran, dass ich gar keine Kämpfe gemacht habe bis jetzt. Ich habe noch alle 5 Kämpfe frei. Ich werde also kurz vor 18 Uhr oder so, werde ich meine ganzen Kämpfe machen, meine 5 Kämpfe und dann hoffentlich wieder unter die Top 200 kommen. Notfalls gebe ich einmal 50 Kristalle aus und dann komme ich definitiv unter die Top 200. Und unter den Top 200 würde ich hier landen, hätte dadurch dann 600 von den Teilen bekommen und immerhin 25 Splitter gut gemacht, ja. Wir haben jetzt Zeitpunkt der Aufnahme 15.30 Uhr, also ich fange so gegen 16 Uhr an, Teamkämpfe zu machen, damit das von der Zeit her noch passt, falls ich 50 Kristalle ausgeben muss und mehr Kämpfe machen muss als 5. Also Freunde, ich beende jetzt hier an der Stelle die Episode. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Folge. Dann machen wir weiter mit den Modkämpfen. Und wenn wir die Modkämpfe bis zum Ende durchgeschafft haben, dann machen wir die Mod-Herausforderung mindestens für Jedi. Und irgendwann im Laufe des Let's Plays alle anderen, ganz klar, ja, machen wir alle anderen auch noch. Und ich hoffe, dass ich dann rechtzeitig, wenn wir mit allen durch sind, irgendwann einmal, bevor mir die Folgen ausgehen, die ich fortproduziert habe, dass ich dann mindestens Level 74 erreicht habe, weil bei Level 74 können wir hier weitermachen. Nein, Moment, normal. Können wir hier weitermachen mit Level 74. Außerdem können wir mit Level 76 hier weitermachen. Vorher machen wir aber noch die Kämpfe der dunklen Seite, ne, hier weiter. Das will ich gerne mit Nihilus machen dann, wenn wir Nihilus haben. Und Katina-Kämpfe mit 77. Also es hängt davon ab, dass ich schnellstmöglich Level 74, 76 und 77 werde. Ja, solange ich noch nicht 74, 76 und 77 bin, wo ich dann wieder mehrere Stationen hintereinander abarbeiten kann, werden wir dann eben noch die Kämpfe der dunklen Seite machen in den nächsten Folgen. Die Modkämpfe, also die Modkämpfe und die Mod-Herausforderungen. Okay, also, ich bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode. Hoffentlich dann gemeinsam mit Darth Nihilus im Gepäck. Ich würde mich auf jeden Fall riesig auf Nihilus freuen, auf euch und darauf, dass wir gemeinsam die Abenteuer bestehen. Vielen Dank, möge die Macht mit euch sein.